Du, Tom, wo muss ich da drucken, wenn ich groß schreiben will? Da, Lukas, ja. So, ja, was, das vergiss ich jedes Mal. Ich weiß, was tust du da überhaupt? Ich schreibe eine Bewerbung für ACS, was? ACS, a coole Stelle. Und Infominz, was? Pfefferminz. Mainz. Nein, nein, nicht Mainz, Mainz. ACS und Info Mainz heißt es, was? Ja, ja, genau, was, das ist eine total coole Firma. Die suchen motivierte, gute Mitarbeiter aus dem IT-Bereich. Und die haben ganz viele tolle Programme zum Wohlfühlen für die Mitarbeiter, was? Zum Beispiel eins heißt, viel gut at work, was? Viel Gutes bei der Arbeit. Und du bist sicher, dass du da reinpasst? Ja, sicher. Du, und jeder Mitarbeiter kriegt eine eigene Flasche. Was das Problem sein wird, als Mitarbeiter kriegst du zwar eine Flasche, aber wenn sie die als Mitarbeiter kriegen, dann kriegen sie die Flasche. Wie meinst du das jetzt? Du, dann, wo muss ich da drucken, wenn ich da neue Zeile machen will? Da. Oh ja, schau, jetzt ist das Richtel von da umgegangen. Oh, das ist cool, ja. Voll cool. Hallihallo und herzlich willkommen zur Wöchenschau. Und wir kommen auch schon zu unserer ersten Meldung. Wetter. In Südtirol ist schon erster Schnee gefallen. Überraschend früh hat sich ein weißer Pulverschneeteppich fast über das ganze Land gelegt. Aber dann doch nicht so überraschend, schließlich kennt man das Phänomen ja. Im Bozner Bahnhofspark gibt es schließlich das ganze Jahr über Schnee. Bürgermeister Karamaski fordert deshalb mehr Präventionsarbeit in den Schulen. Wir von der Wöchenschau möchten uns aktiv an den Räumungsarbeiten beteiligen. Ja? Frisch und munter geht es weiter. Überrascht hat der Wintereinbruch aber auch viele Autofahrer, die jetzt in langen Schlangen vor den Werkstätten um ihre Reifen bangen. Und genau da haben wir uns auch umgehört. Ja, was? Was? Komplett? Ja, sag mir die Winterschlappen an die Büchsen. Ja, wenn es Söhle anrutscht, dann lass ich nicht sehen. Sag mir um in den Krieg, zack, Winterschlappen an. Irgendwann durch, kommen mit den Sommerhafen nicht durch. Aber das haben sie eigentlich erzählt. Ja, der Teil, der hat mir einen ruhigen Flamme geschenkt. Ja, ja, der hat gesagt, Joe, ich wünsche mir zum Geburtstag etwas angefahren. Dann hat er die Sommerhafen geschenkt. Ja. Jetzt hat er sie in der Garage stehen. Jetzt kriegt er ganz so große Freiheit zu ab überall. Du, Helmer Alm, jetzt wär's schon geil. Wie man anderen lassen, weißt du, Kontrastärzer, wie Schleifen auf dem Schnee. Überall sind viel zu viele Leute um. Ja, mit den Christkindlmärkten und den ganzen gezahlten Waren. Und nach Stadt Ebrol, bei der Stadt jetzt 30. 30? Was 30? Pro Person? So, wenn du viert warst, 120, hell, gang? Über 30? Ja, bestimmt bei mir auch. Aus aktuellem Anlass holen wir einen alten Bekannten wieder aus der Versenkung. Für ihre sehr gelungene Plakataktion erhält die Südtiroler Freiheit den Strunz der Woche. Eigentlich des Monats. Ach, was soll der Geiz des Jahres? Wo ist er denn? Dom, Entschuldigung, Strunz, glaube ich, müssen wir übersetzen, weil selbstverständlich nicht, was heißt falsch. Was? Aber sagst du, was vor den Waldschlernen heim sterben sie lieber. Quod erat demonstrandum. Jedenfalls gibt es dafür uno e mezzo applauso. Apropos alter Bekannter, da haben wir noch einen Auflager. Herr Motschuna, wie geht es Ihnen eigentlich? Achso, da sind Sie. Ja. Hey! Hey, hey, da, du, da! Du geht auf, da! Bin ich ins Raum, ja, Die Mutter, ich weiß nicht, der hat sie bald zwei Tage nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, warum einen Tee getrunken und so einen Turten gegessen. Also ich will nicht mehr in der Bettstadt hin. Dann hat sie mir in der Stadt eingeschickt, einen Stabzucker kaufen und einen Tee. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Christkindlmärkte schon offen sein. Ja, wir beim Bahnhof hinten ist einer gewesen, der hat den Stabzucker verkauft und ein Tee und da, der ist gut, der hat eine Mutter. Mutter, was seid das? Mutter, gib mir Ruhe mal, weil im Realing muss ich sie niederhängen. Jetzt kommen die blauen Anteler wieder, schau. Aha. Ja, so kann's sagen. Es weihnachtet sehr. Jinglebells, Jinglebells. Ja, das war's auch schon wieder gewesen. Dankeschön fürs Zuschauen und Aulösen. Bis zum nächsten Mal. Vierte Nacht. Ich bin müde. Bist du nicht müde? Nein, müde bin ich nicht. Ne? Hast du einen Faschingskrapfen gegessen? Wieso? Weil du da Stabzucker hast, weißt du? Ja, genau, einen Faschingskrapfen gegessen, ja. Wo?
Da drin haben sie Faschingskrapfen gebracht. Jetzt in der Firma? Faschingskrapfen? Ja, sie sind ein bisschen älter, aber gut. Mhm.